Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fernbus Simulator Busboard Fair System Sound Design. Auf der Fahrt Berlin-Amsterdam mit der Linie 125 in dieser Folge bis Hannover. Hallo, das Ticket. Bitte, ciao. Und den Rest gibt es dann in den nächsten Videos. Ich splitte das so ein bisschen, weil es ist einfach zu lang. Da gibt es nicht mit. Hallo, bin ich hier, danke sehr. Wer ist mit? Hi, fahren Sie. Wer ist mit? Hallo, bin ich, danke schön. Wer ist mit? Hallo, fahren Sie, auf geht's. Wer ist mit? Servus, auf geht's. Wer ist mit? Hi, fahren Sie in mein Ciao. Wer ist mit? Tag, Sie wollen Ciao. Wer ist mit? Mahlzeit, ist der Danke. Jawohl. Servus, fahren Sie in mein Ciao. Hi, ich hoffe, ich muss. Mahlzeit. Dankeschön. Wer ist mit? Ich glaube, dann haben wir sie alle. Ne, diese gute Dame hier noch. Grüezi. Auch sie möchte mit. Aber natürlich. So, dann machen wir hier die Klappe wieder zu. Steigen in den Bus. Dann hören wir uns erstmal die Ansage an. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Andreas Lenz und im Namen unserer Busgesellschaft sowie meines Kollegen Hans-Carsten Schmidt heiße ich Sie herzlich willkommen an Bord der Buslinie 125 auf der Fahrt von Berlin nach Amsterdam. Alle Passagiere haben bereits ihren Platz eingenommen und unsere Fahrt steht nun nichts mehr im Wege. Somit werden wir in Kürze unsere Reise beginnen. Im Laufe der Fahrt wird mich mein Kollege Herr Carsten Schmidt ablösen und die Fahrt nach einer kurzen Pause fortsetzen. Somit haben Sie zwei erfahrene Busfahrer an Bord, die sich um Ihre Sicherheit und Ihren Komfort kümmern. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere Ansagen im Bus. Lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie Ihre Reise. Wir wünschen Ihnen von hier vorne aus eine angenehme Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good morning, dear ladies and gentlemen. My name is Andreas Lenz, and on behalf of our bus company and my colleague Mr. Carsten Schmidt, I warmly welcome you aboard Bus Line 125, which travels from Berlin to Amsterdam. All passengers have already taken their seats, and there is nothing standing in the way of our journey. During the trip, my colleague Mr. Carsten Schmidt will take over from me after a short break and continue the journey. Therefore, you have two experienced bus drivers on board who will take care of your safety and comfort. Further information will be provided through announcements made during the trip. Please sit back and enjoy our journey. We wish you a pleasant journey from the front of the bus. Thank you for your attention. So, und damit können wir losfahren. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle Fahrgäste an Bord der Buslinie 125 auf der Fahrt von Berlin Zentraler Omnibusbahnhof nach Amsterdam mit Zwischenhalt in Hannover Busbahnhof und Arnheim recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Andreas Lenz und Carsten Schmidt sind Ihre Fahrer auf der heutigen Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Hannover Busbahnhof. Geachte Dames en Heren. Namens ons busbedrijf willen wij alle passagiers aan boord van buslijn 125 op weg van Berlijn Centraal busstation naar Amsterdam, met tussenstops in Hannover busstation en Arnhem, hartelijk welkom heten. Neem alstublieft plaats en maak het u gemakkelijk. Aan boord van de bus vindt u een toilet aan de achterzijde, evenals gratis internettoegang. De toegangsgegevens vindt u in de brochure in de zak van de stoel voor u. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw mobiele apparaten op te laden via een USB-aansluiting. Wij willen u erop wijzen dat roken in de bus niet is toegestaan.
Bovendien geldt er tijdens de rit een verplichting om uw gordel om te doen en vast te maken, die om veiligheidsredenen strikt moet worden nageleefd. De heer Andreas, Lens en Karsten Schmidt zijn uw buschauffeurs op deze reis. Let op, om veiligheidsredenen mogen er tijdens de rit geen vragen aan de chauffeur worden gesteld. Als u echter vragen heeft, staan onze buschauffeurs tijdens de tussenstops vragen voor u klaar. Wij wensen u een prettige reis en kijken ernaar uit u veilig en comfortabel naar uw bestemming te brengen. Onze volgende geplande stop is Hannover busstation. Ja, bis auf den kleinen Unfall gerade, den ich nicht mehr verhindern konnte, weil die auf einmal so gebremst haben. Eine richtig schöne, gelungene Ansage, muss man wirklich sagen. Vor allem das Holländische gefällt mir sehr. Also da hat sich Quest System Sound Design wieder richtig was einfallen lassen, kann man an dieser Stelle nur sagen. Warum jetzt die Scheibenwischer nicht mehr wollen, weiß ich leider auch nicht. Aber es ist nun mal leider so. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Fahren wir hier mal ab. So, und dann fahren wir eine ganze Weile jetzt A2 ins Hannover. Boah, was bremsen die schnell? Das ist ja Wahnsinn, ey. Meine Güte. Scheibenwischern verstehe ich jetzt auch irgendwie nicht.
gesagt, ich fahre jetzt bis Hannover und mache dann da einen Cut. Und dann geht es in einem anderen Video weiter, weil es wird sonst einfach zu lange. Grün. Jawohl, sehr schön. Dann können wir weiterfahren. Tempomat ist einfacher. So, und dann noch ein bisschen was zu den Ansagen. Also die aktuelle Ansage wird immer, also wenn ihr dann auf 0 drückt, kommt immer die aktuelle Ansage, die gerade dann dran ist. Also bei mir wäre das jetzt Ankunft Hannover. Und dann die nächste wäre die Begrüßung für die Fahrgäste, die in Hannover einsteigen, wäre dann die darauffolgende Ansage. So, die sind ein bisschen langsam hier auf der Mittelspur wegen dem LKW da vorne. Wollen wir mal links da vorbei.
Fuchsa statt Daxa. Sehr schön. Du wartest. Für Kühn und Nagel, also wirklich am feinsten.
falls ihr euch wundern solltet, warum heute kein TSW3 Video von mir kommt oder kam, es liegt schlicht daran, dass der TSW anscheinend einen Crash hat, ein Issue, also ein Problem, das nicht nur bei mir liegt, sondern ich habe mich erkundigt, das scheint weltweit zu sein. Die TG ist dabei, das zu beheben. Ob es schon wieder behoben ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es noch nicht wieder ausprobiert. Ich werde es heute auch nicht mehr ausprobieren. Ich werde es einfach auf morgen schieben und morgen dann mal reinschauen, ob es wieder funktioniert. Also es ist tatsächlich so, man kommt bis zu dem zweiten Ladebildschirm und dann friert das Ganze ein. Also man bekommt es nicht gestartet. Und ja. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es ist wie gesagt also ein Problem von DTG und die scheinen da mit Hochdruck dann zu arbeiten, dass das wieder funktioniert, aber aktuell weiß ich nicht genau, ob das wieder funktioniert. Ich habe es noch nicht wieder probiert, ehrlich gesagt. Werde ich dann morgen versuchen, ob ich da wieder reinkomme und dann werde ich mir auch wieder ein hübsches Szenario für euch ausdenken bzw. aussuchen. Ich weiß, das ist in letzter Zeit ein bisschen wenig gewesen, gebe ich ehrlich zu. Aber es gibt auch mal Tage, wo man da einfach keine Lust drauf hat, sag ich mal so. Wo man einfach keine tollen Szenarien findet, die man da irgendwie präsentieren kann. Weil ich möchte euch ja auch die beste Qualität präsentieren. Und dann sollte das Szenario schon wenigstens etwas an Action haben. Und ja. Also es wird auf jeden Fall wieder eins kommen, sobald der ganze TSW wieder funktioniert. Und ja, bis dahin hilft man sich halt mit anderen Spielen aus. Zum Beispiel Bus Simulator, zum Beispiel The Last of Us. Und ja, da muss man dann halt einfach mal durch, ne? Wenn das gerade nicht funktioniert. So, es sind so 39 Kilometer bis Hannover. Haben wir das erste geschafft? Wie gesagt, ich splitte das Ganze dann. Es geht dann in einem der nächsten Videos weiter von Hannover Richtung Arnheim mit der Rastpause in Obergassel oder an dem Parkplatz Obergassel. Und daraus werden wir dann unsere Fahrt fortsetzen nach Arnheim. Dann werden wir nach Arnheim nochmal eine Rastpause machen und dann den Rest des Weges bis Amsterdam fahren. Das wäre in einem Video wäre das einfach zu lange, über eine Stunde, fast zwei Stunden. Und ja, weiß nicht, das ist ja dann auch nicht im Sinne für in euren Interesse, dann so ein langes Video euch zu präsentieren, sondern in der Kürze liegt die Würze. Und ja, von daher machen wir das alles schön in kleine Häppchen. Ist doch auch was. Das müsste es, genau, ich wollte sagen, das soll jetzt gleich runtergehen. Hier in der Ausfahrt. Und vor uns wird die Feuerwehr. So, da wir da anhalten müssen, das bietet sich an, weil wir jetzt gleich hören. Nämlich. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Hannover Busbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir sie daran erinnern, ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Hannover einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Hannover Busbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte dames en heren, we naderen nu onze tussenstop bij Hannover busstation. We willen de passagiers die hier uitstappen graag gedag zeggen en hopen dat u een aangename en comfortabele reis met ons hebt gehad.
Voordat we aankomen, willen we u eraan herinneren om uw persoonlijke spullen mee te nemen en ervoor te zorgen dat u niets in de bus achterlaat. Het was een genoegen om u als onze passagiers te verwelkomen en we hopen dat u ons overweegt voor toekomstige reizen. We wensen u een prettig verblijf of een goede verdere reis in Hannover. Kom veilig aan, we zeggen tot ziens en tot de volgende keer. Op dit moment willen we alle passagiers die verder reizen informeren dat onze tussenstop bij Hannover busstation ongeveer 5 minuten zal duren. Houd er echter rekening mee dat u op tijd terug bent bij de bus, zodat we onze reis volgens planning kunnen voortzetten. Bedankt voor uw aandacht. Also diese holländischen Anlagen, die finde ich einfach spitze, muss ich wirklich sagen. Entschuldigung. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist wirklich... Oh, Bordsteinanzahl getroffen. Ja. Wie gesagt, diese holländischen Ansagen, es ist wirklich bombastisch. Also ganz, ganz großes Kino. Ganz großen Dank an Festsystem Sound Design für diese ganze Arbeit. Richtig, richtig schön. So, wir sollten gleich da sein. Da vorne ist schon unsere Haltestelle, ihr seht's. Jetzt hier noch die rote Ampel abwarten. Und dann sind wir angekommen an unserem ersten Zwischenhalt. Wunderschön. Oh, schaffen wir die Grünphase noch? Ja, schaffen wir. Sehr schön. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen in Hannover. Check mal die noch kurz ein und dann speichere ich ab. So, verdammt, wo wird's denn hingehen? Ja. Dürfen ja nicht mitfahren. Gut, dann können wir die Klappe hier wieder schließen. In den Bus einsteigen. Und dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze ab. Machen wir mal lieber mit der Maus. Ist mir sicherer. So, haben wir das jetzt gespeichert? Ja, genau. Dann speichern wir es nochmal zur Sicherheit. So, das war's dann mit diesem Video. Im nächsten Video geht es dann weiter von Hannover Richtung Arnhem. Ich hoffe, das erste Video hat euch hier gefallen bis Hannover. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Euer der Dinge spielt das. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, schönes Wochenende. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.